Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte von Thüringen. Wir karten jetzt den Rest. Und sobald er mit den Karten fertig ist, werden wir gleich uns auf dem Feld Nummer 12 schmeißen und den Raps ernten. Über Hafe. Das war genau. Bei Raps. Raps war da drin. Und der ist gleich fertig. Also eine halbe Bahn noch und dann ist es erledigt. Der zweite Kollege ist auch dabei. Der hat auch noch einen Rest zu machen. Das sieht gut aus. Dann haben wir das Optimale erreicht. Wir haben geflügt, wir haben gekalkt. Und die Aussaat ist Gänger Stufe 1. Das heißt, oh, das ist nicht gut. In Anführungszeichen, weil wir im Prinzip ja, die brauchen noch Dünger für Stufe 2. Das heißt, ja, das ist ungünstig. Das wird deutsch ungünstig, weil das ja teilweise mit Cosplay schwierig. Teilweise haben wir ja schon Wachstum drauf und teilweise ja nicht. Und wenn es jetzt wieder wächst, ist es ja da. Müssten wir mal den Rand schon mal dünnen, dass wir mal einen Kurs befahren und dann die Ränder schon mal fertig machen. Das heißt, wir brauchen einen Traktor mit Pflegebereifung, das ist unser Grundgruppekämpfer normalerweise. Der hat sowas. Und wir haben am Händler noch eine Düngemaschine, die 8000 Liter fassen kann. Ein Mod, Amazone. Und der müsste hier ganz gut klarkommen, von der Menge her. So, der ist fertig. Können wir frei. Karten waren fertig gewesen, wenn er nicht öfters abgehauen wäre. Warum man das macht, warum und weshalb. Es kann an Kurzfilm liegen, es kann an der Karte liegen, es kann irgendwo ein Fehler im System sein, keine Ahnung. Der Kurzfilm war noch in Beta-Phase. Muss nicht immer hundertprozentig klappen. Also das ist obwohl das eigentlich immer ganz gut geklappt hat bisher. Auch mit sag schon. Mit anderen Programmen mit Düngen und Saatgut ausfüllen, mit Abfahren klappt da eigentlich immer ganz gut. Hier haben wir in Arm stehen, also unser Flugmeister. Und das ist dunkel, wir werden hier gleich. Weil die Aussaat muss fertig sein, sonst haben wir ein Problem. Und in der Düngen ist auch ein Problem. Also wenn wir jetzt nicht düngen, wächst das aus und wir haben ertragmäßig Einbußen. Müssen wir sehen, dass wir nächstes Mal das. Aber wir können hier 5 spüren, also. Wir fahren mal vor die Garage, wir müssen gleich mal schauen. So. Fahren wir hier mal rein. Ach, da ist er. Ach, das ist die. Giftspritze. Wo ist denn unser? Schauen wir mal. Der ist auch fertig. Mehr oder weniger. Da hat zwar der Anhänger Pflegebereifung, aber nicht der Faktor nicht. Also ist immer ungünstig. Und sobald das Stufe 2 ist. Zerstörung. Das heißt, da vorne, wo schon blüht, sollte ich dann Möglichkeit nicht drauf fahren. Das sind sie überall so am Rand.
Da machen wir wohl irgendwo ganz gut durchkommen. Hier ist nur eine Lücke. Ja, auch nicht. Ist aber auch komisch. Leute, das ist mir egal. Gehen wir rüber. Keiner gesehen? Ja, die Machtlose ist halt so. Wir fahren ihn mal auf zurück. Also machen wir die Innensicht. Nicht VC. So, und das ist jetzt. Ja, zurück. Wie man so sieht, das läuft ganz gut reibungslos. Also kaum Einbrüche. Kasse. Ups. 3. 13. Tanken haben wir fertig. Aussaat läuft. Habe ich jedenfalls. Dünger. Und so, jawohl. Ja. Gelegenheit nur noch einen zweiten großen Kracker kaufen und die anderen verkaufen. Eine ich fahre ein bisschen weiter vorne, na gut. Wir müssen nochmal wieder waschen. Wird mal schauen, dass wir unseren. Da ist er doch, da ist er doch. Und er ist gerade voll. Dann nehmen wir den. Ja, da hackt es einfach nur einen Augenblick. Kann aber am Hof liegen. Den reparieren wir gleich. Getankt ist er auch. Schlecht. Und gerade mal hier vorne sind, ne? Dann reparieren wir den Burschen gleich. Tappen wir mal durch. Fünf Tage schon alt. Aha. Entschuldigung. Fünf Tage. Wahnsinn. Das Spiel schon fünf Tage in Game. Naja, und ich weiß. Tanken wir innen drin, ne? Ist auch leicht, wenn ich nehme mit laufendem Motor. So, mal schauen, dass wir gleich zumindest den Rand gedüngt kriegen, also das ist ganz wichtig. Hier ist auch ein bisschen Licht, aber hier ist nichts. Da wo nichts ist, aber mal auf Infanne, innen drin ein bisschen bessere Sicht. Wir haben auch keinen Vollmond heute. Wir schauen mal, ob wir mit dem Licht was machen können und bis heller. Fernlicht. Nur Seitenlicht. Aber immerhin. Das heißt, hier werden wir den Kurs gleich löschen. Dann mal die Sicht verbessern. Dünger ist noch keiner im Silo. Also wir haben noch keinen Überführungskurs fahren. Das ist ja ganz im Grunde ganz schwierig. Man könnte ja theoretisch auch Überladewagen voll machen. Und dann am Hof am Acker hinstellen. Aber wie wirst du die Stelle merken, dass er da steht? Das heißt, man muss ja immer, wenn er den voll macht, oder? Was auch gehen würde, immer stehen lassen, aber das ist auch blöd, ne? So. Das ist jetzt. Ja, 34.
Wir machen jetzt zwei Vorgewände. Dann ist der Rand erledigt. Das heißt, dann ist es nämlich... Das Schöne ist jetzt hierbei, man kann es erkennen und dann kann es weggehen. So, Zeit, eine Stunde Ruhe. Stunde arbeiten. Nur düngen. Also wegräumen. Noch was drinnen. Also nicht wundern, dass ich jetzt zwei Folgen mache. Samstag und Sonntag. Ich habe nur festgestellt, dass am Wochenende ein bisschen höhere Nachfrage ist. Den will ich mal einfach nachfolgen. In der Woche nach wie vor eine Folge pro Tag. Nach Möglichkeit 20 Minuten. Oft ist bei mir so, dass ich einfach die Zeit vergesse, beziehungsweise meinen Timer nicht aktiviere. Und dadurch schlichtweg übersehe und dann wird es oft zu lang und wenn es mal nicht so läuft, auch leicht zu kurz. Aber selten, es ist aber selten zu kurz, es ist meistens zu lang. Wenn es deutlich so lang ist, ist es auch blöd. Kommt zwar gut voran, wenn es länger geht. Aber ja gut, man möchte auch nicht so lange. Naja. Langweilig werden, ne? Wir müssen mal schauen. Das kann er alleine machen. Flügen wir mal nicht. Die Maschine, mal sehen, wo er genau steckt, wo er sich rumtreibt, welche Höhe. Wie man so sieht, hat er noch viel vor sich. Ist jetzt zwar zum Schluss ein bisschen kleiner, das heißt auch gut Deutsch, dass da auch entsprechend schneller laufen wird. Aber bis dahin ist noch lange hin. Wir sagen auch eine Stunde Arbeit an. Das heißt eine Stunde und Sonntag noch. Also schlecht oder in die Nacht der Spur. Aber wie gesagt, düngen muss fertig sein und die Aussaat. Besser nicht. Wir gehen jetzt mal auf den Mähdrescher. Man sieht ja rein gar nichts. Ja, ist nicht gespeichert. Hier werden wir einfach mal. Quatsch. Ach. Eins. Nicht so schön. Und dadurch fängt er links und rechts und macht im Prinzip Blödsinn. Wo er jetzt genau in der Mitte ist vom Kurs. Okay. Thank you.
da weiterfahren, wo er steht, wenn wir nur hindüsen. Gut. Ja, nicht gut. Jetzt fängt man zu arbeiten und dann nicht mehr. Ah, kann sein, dass wir jetzt. Normal nicht. Ja, heute läuft gerade irgendwie nicht runter. Wenn ich jetzt eingreife, dann ist es auch wieder Kochzerstörung. Wenn ich jetzt wüsste, was er macht, freut mich. Ja. So, nochmal raus. Das heißt, wir müssen dreschen und zurückfahren. Also, nächste Nacht wird gespult oder zumindest geschlafen. Geht also nicht. Keine Arbeiten hier. Das heißt, wenn die Aussaat nicht zu schaffen ist, dann wird das sein gelassen. Wieder nicht. Warte, also. Da ist. Normaligsten, ersten Wegpunkt, aktueller Wegpunkt. Erntefeld 12 dünn. Erntefeld 12. Ist da so schwer da anzufangen? Du bist noch gar nicht voll. Gut, dann machen wir mal leer. Ja, weiß ich. Oh, so, fast leer. Aber Dünger nicht so dramatisch, das. Aber der wird dafür reichen. Scheiß Dunkelheit. Schauen wir mal, wo er ist. Grunde nur am Feldrand folgen. Ja, ich weiß schon genau, wo er ist. Perfekt. Gerade heute ist kein Vollmond. Vollmond wäre besser gewesen. Das ist ein halber Blindflug. So, mal die Fantasie. Was soll es für heute gewesen sein? Ah, da ist er. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Dann seid mal Füße und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis morgen, ne? Winke Winke.